Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um den Team-Modus des Typhoon H+. Der eine oder andere kennt den Team-Modus vielleicht schon vom alten Typhoon H. Jetzt gibt es diesen auch für den Typhoon H+. Dafür benötigen wir auch die Firmware, die Software, die den Team-Modus unterstützt. Das seht ihr einmal hier über dem Download-Button Add Support for Team-Mode. Und wir benötigen dafür die Version 1.1.01. Diese muss ich mir, bevor ich den natürlich nutzen kann, auch entsprechend herunterladen und auf die jeweiligen Komponenten installieren. In diesem Fall muss auch eine zweite SD16 mit der Firmware installiert werden, wo der Team-Mode unterstützt wird. Das wäre dann wie gesagt die Version 1.1.01. Alles darunter hat den Team-Modus noch nicht. Der ein oder andere behält sich es meist ja vor, die Firmware abzudaten. Man hat ja hier die Wahl. Ich kann es euch nur empfehlen, hier einmal abzudaten, so wie ich hier eben schnell, und dann den Team-Modus nutzen zu können. Der eine oder andere fragt sich jetzt sicherlich, was ist der Team-Modus eigentlich? Das ist recht einfach zu erklären. Ich kann mit dem Team-Modus die Kopter- und die Kamerasteuerung separat auf eine ST-16S legen. Das heißt, mit der einen ST-16 steuere ich den Kopter und mit der anderen ST-16 steuere ich die Kamera und bin so unabhängig voneinander. Das heißt, der Kamerasteuerer, der Kameraassistent in dem Fall, kann dann ganz einfach die Kamera steuern, während der Kopterpilot in diesem Falle den Kopter steuert, den Kopter fliegt und sich einfach auf das jeweilige konzentriert, entweder auf die Koptersteuerung oder auf die Kamerasteuerung. Und wie das Ganze jetzt genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, ich habe bereits zwei ST-16S und den Typhoon H+ parat gelegt und auch miteinander verbunden. Ihr seht, ich steuere hier gerade eben die Kamera des Typhoon H+ mit der Master ST-16 in diesem Falle und kann den Kopter natürlich auch hier noch ganz normal fliegen und starten, da ich ja den Team-Modus noch nicht eingestellt habe. Um in das Menü des Team-Modus zu gelangen, müssen wir zunächst einmal unten links auf das kleine Kopter-Symbol klicken, um in die Advanced Modes zu gelangen. Und hier finden wir den Team-Mode. Es steht da und wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Auch diesen wählen wir aus. Hier finden wir zwei Anleitungen. In der ersten Anleitung, die seht ihr hier, wird erklärt, wie wir in den Team-Modus gelangen. Und in der zweiten Anleitung, das seht ihr einmal hier, sehen wir, welche Möglichkeiten wir haben, um anschließend im Team-Modus mit der Slave-Fernsteuerung ja, die Kamera zu steuern. Wir befinden uns hier immer noch auf der Master-Fernbedienung. Das seht ihr hier, da steht Master Remote und ich wechsle jetzt einfach mal auf die zweite Fernbedienung, denn dort muss ich ebenfalls in das Menü des Team-Modus hinein. Auf der zweiten ST-16 gehe ich ebenfalls in das Team-Mode-Menü, wechsle vom Master Remote auf Slave Remote und mir wird ein Android angezeigt, mit dem ich mich dann in diesem Falle verbinde. Zurück auf der Master SD16, mit der ich den Kopter steuere, wird mir jetzt einmal angezeigt, dass ein Android-System versucht, sich mit meiner SD16 zu verbinden. Das kann man hier natürlich akzeptieren oder ablehnen. Für den Team-Modus müssen wir das Ganze natürlich akzeptieren und in dem Fall zulassen, dass hier die Steuerung der Kamera abgegeben wird. Ihr seht, nachdem das System sich hier einmal verbunden hat, wird die Kamerasteuerung abgegeben, die hat sich kurz bewegt und ist jetzt hier nicht mehr über diese Fernsteuerung steuerbar, sondern nur noch über die Fernsteuerung, die Slave-Fernsteuerung, ja, kontrollierbar. Ihr seht, dass zum Beispiel der Button zum Starten und Stoppen des Fotos und Videos in diesem Falle ausgegraut ist. Wir sehen auf der Master-Fernsteuerung hier einmal links an dem kleinen Symbol, dass wir uns im Team-Modus befinden und oben sehen wir an den beiden WLAN-Symbolen, dass wir hier mit der Master-Fernsteuerung und dem Kopter verbunden sind. Ich wechsle das Ganze mal auf die andere Fernsteuerung. Auf der zweiten SD16 wird es separat angezeigt, dass das die zweite SD16 ist, in dem Fall Slave RC oben links. Darunter finden wir ebenfalls das Symbol, dass wir uns mit
dieser Fernsteuerung im Team-Mode befinden und wir haben weiterhin ein kleines Symbol, wo wir auswählen können, wie wir die Kamera steuern wollen. Und als drittes sehen wir oben in der Telemetrie, dass keine WLAN-Symbole angezeigt werden. Das heißt, es besteht hier in diesem Falle keine Verbindung mit dem WLAN des Kopters. Wie bereits erwähnt, habe ich hier noch einmal die Möglichkeit auszuwählen, wie ich den Gimbal steuern möchte. Dafür einfach auf das Symbol unter dem Team Mode klicken für den Gimbal Control Mode. Dann öffnet sich ein Menü und ich habe hier die Auswahl, ob ich mit dem rechten Steuerstick den Gimbal steuern möchte oder wahlweise über die beiden Potentiometer einmal auf der Hinterseite der SD16 oder dem Potentiometer auf der Oberseite. Hier kann ich hin und her switchen, wie mir das gern beliebt. Meiner Meinung nach funktioniert hier die Steuerung über den Stick des Gimbals besser. Da das Hin- und Her-Switchen der Ansichten von der SD16 vielleicht etwas undurchsichtig ist, noch einmal alles hier in der Komplettansicht auf der Master SD16, mit der ich auch den Kopter steuere, in den Team-Modus gehen. Anschließend die zweite SD16 nehmen, mit der ich dann die Kamera steuern möchte, ebenfalls in den Team-Modus. Die Instruction einfach wegklicken, wer das nicht mehr durchlesen braucht. Und hier ganz wichtig, von dem Master in den Slave Remote Modus wechseln und ihr seht, dass mir hier eine Android angezeigt wird, mit der ich mich verbinden möchte und das muss ich auf der SD16, mit der ich den Kopter steuere, auch akzeptieren, denn ich werde jetzt hier mit der anderen SD16 die Kamera steuern und das Ganze wird hier natürlich via Funk übertragen. Ihr seht, ich habe jetzt einmal beide SD16 hier mit dem Kopter verbunden. Ich habe bei beiden SD16 Bilder und ich habe bei beiden SD16 eine Telemetrieanzeige. Der Unterschied der SD16, mit dem ich den Kopter steuere, ist jetzt, dass ich dort keine Kamera mehr steuern kann und ich kann auch weder Foto noch Video auslösen. Ihr seht, sobald ich hier die Potentiometer bewege, passiert nichts. Das heißt, mit der kann ich hier definitiv nichts mehr steuern, was die Kamera betrifft. Anders mit der Slave Fernsteuerung. Hier habe ich nämlich nochmal die Wahl, hatte ich euch bereits auch schon erwähnt, ob ich mittels Stick steuern möchte oder mittels Potentiometer. Und hier seht ihr, ich habe Potentiometer eingestellt und kann jetzt hier am Potentiometer ganz normal die Kamera steuern und wenn ich das Ganze umswitche auf den rechten Steuerstick, kann ich die Kamera mittels des rechten Steuersticks rechts, links, hoch und runter steuern. Ich finde, der Stick funktioniert hier meiner Meinung nach etwas feinfühliger, etwas besser, um die Kamera nachzuführen, zu steuern. Ansonsten funktioniert hier alles wie gewohnt, zumindest auf der Master-Fernsteuerung kann ich hier noch ganz normal den Kopter steuern. Und ich kann hier auch bei beiden SD16 aus dem Team-Modus herausgehen, indem ich einfach Stopp-Team-Modus klicke. Wie das Ganze aussieht, wenn ich auf der zweiten SD16 arbeite, also die Kamera steuere, auch hier werden mir Details angezeigt, wie dass der Kopter gerade gestartet ist oder unter anderem auch, dass eine Akkuwarnung ausgegeben wird. Das sehe ich auch auf dieser SD16 genauso wie die komplette Telemetrie, das heißt die Distanz, die Höhe, die Geschwindigkeiten werden mir hier ebenfalls angezeigt und natürlich auch wie lange ich fliege sowie die Satelliten, die auf der Fernsteuerung und auf dem Kopter anliegen. Gleichzeitig habe ich nur mit der Slave, mit der zweiten ST16 die Möglichkeit, Kameraeinstellungen vorzunehmen. Auf der Master, mit der ich den Kopter steuere, sind die Schaltflächen alle ausgegraut, stehen in diesem Falle nicht zur Verfügung. Macht natürlich auch Sinn, damit ich dem Kameraassistenten, den Kamerasteuerer, hier nicht einfach dazwischen funke und zum Beispiel den Shot versaue, indem ich einfach das Video ausschalte oder einfach dazwischen funke, indem ich die Kamera wechsle etc. pp. Ihr seht, ich habe hier die komplette Steuerung einfach übernommen, habe hier einfach ausgewählt, dass ich hier einfach mal die Kamera um die eigene Achse drehe, wenn sie komplett nach oben gerichtet ist. Um die Kamerasteuerung zu wählen, ihr seht, einfach auswählen, anwählen, fertig und schon kann ich hier die Kamera entweder über den Stick oder über die beiden Potentiometer auf der Ober- und auf der Rückseite der SD16 steuern. Also man hat hier noch einmal etwas mehr Möglichkeiten, als das beim Typhoon H, beim alten Typhoon H der Fall war. Der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, kann ich denn eine alte SD16 vom Typhoon H
für den Team-Modus beim Typhoon H+ nutzen, einfach die Flight-Mode aufspielen. Da muss ich auf Unique verweisen. In diesem Falle hat mir Unique gesagt, das wäre nicht möglich. Das liegt daran, dass hier Systemdateien auf die ST16 aufgeladen, aufgespielt werden. Das seht ihr gerade hier. Und zwar ganz speziell geht es hier um die RX und um die TX-Datei, die für die Übertragung zuständig sind. Und wenn man diese auf die ST16 aufspielt, ich habe es selber noch nicht probiert, ich bin mir auch noch unschlüssig, ob ich es probiere, dann crasht die ST16, das heißt, die ist dann nicht mehr nutzbar und höchstens über ADB noch möglich, die ST16 zurückzusetzen. Das möchte ich mir momentan nicht antun, deswegen vertraue ich da einfach darauf. Ich gehe mal davon aus, Unique möchte hier gerne ST16 für diesen Zweck entsprechend verkaufen. Ich habe hier natürlich zweimal den Typhoon H+, deswegen habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze, ja, in diesem Falle im Team-Modus zu nutzen. Also ich würde es euch hier in diesem Falle nicht empfehlen. Lasst es einfach weg, lasst es sein, kauft euch oder holt euch eine zweite ST16 für den Team-Modus. Ja, liebe Leute, das war's zum Thema Team-Modus vom Typhoon H+. Das war das erste Tutorial in diesem Zuge für den Typhoon H+. Das eine oder andere wird hier sicherlich noch folgen, also da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein, müsst euch aber noch etwas gedulden. Ich persönlich finde, dass der Team-Modus beim Typhoon H+, um einiges besser gestaltet ist. Ich habe hier zum Beispiel eine Anzeigemöglichkeit, welche Fernsteuerung ich gerade in der Hand habe, in dem Fall die Slave-Fernsteuerung, mit der ich nicht den Kopter steuern kann, sondern nur die Kamera. Und ich habe sogar die Wahl, die Steuerung der Kamera zu wählen, ob ich sie mit den Sticks steuere oder mit den Potentiometern, wie wir das auch im Single-Modus kennen. Das funktioniert hier meiner Meinung nach ganz gut, hat bei mir auch direkt auf Anhieb funktioniert und man muss hier nichts separat einstellen, auch wenn man es mal vergisst auszuschalten, zum Beispiel nach einem Akkuwechsel, überhaupt gar kein Problem. Das System ist automatisch im Single-Modus und das finde ich auch gut so. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Like nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bitte auch ein Abo dalassen. Ich sage tschüss, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.